Ist nicht schön, doch charmant, ist nicht gut, doch sehr geil. Er macht eigentlich Musik auf den ganz großen Bühnen. Rainer Schumann, Ex-Drummer von Fury in the Slaughterhouse. Jetzt allerdings musiziert er in Altenheimen mit Demenzkranken. Eine Krankheit, mit der auch Rainer Schumann Erfahrungen machen musste. Ich erinnere mich an meinen Opa. Da haben wir den besucht. Und als wir uns dann verabschiedet haben, nach 3 Tagen, sagte er, oh, das ist aber schön, dass ihr da seid. Weißt, und da denkst du auch schon, puh. Damals gab es aber diese Thematik Demenz irgendwie noch nicht. Das war irgendwann in den 80ern. Da war der einfach tüdelig. Klang und Leben heißt das Ganze. Mit ins Leben gerufen hat das Graziano Zampolin. Der Demenzcoach weiß, was es heißt, wenn die Erinnerungen immer mehr verschwinden und wie durch Musik vergessen Geglaubtes wieder hervorgekramt werden kann. Und das ist auch die Idee hinter dem Projekt. Wir machen nichts anderes mit Klang und Leben, als dass wir eine Rückreise antreten in die 50er Jahre. Und wir wecken vertraute Erinnerungen aus dieser Zeit. Und in der Pflege und Betreuung hat man jetzt die Möglichkeit, diese Dinge, die man sich durch die Musik erschlossen hat, in den Alltag einzubauen. Sprich in die tägliche Begleitung, in die Betreuung, aber auch, in die Beschäftigung der Bewohner. Liebe kann nicht Sünde sein, auch wenn sie es wäre, wäre es mir egal. Auch Terry Hoax-Sänger Oliver Perau ist mit dabei bei Klang und Leben und er ist von Anfang an begeistert von dem Projekt. Ich war selber ganz erstaunt, als wir es dann das erste Mal gemacht hatten, wie sehr mich das berührt hat tatsächlich auch. Also es gab wirklich auch Momente, wo ich dachte, ich habe eigentlich in diesem Jahr, glaube ich, noch kein Konzert gegeben, was so emotional war. Die Idee von Klang und Leben trifft auf offene Ohren. Sehr viele Einrichtungen haben das Projekt bereits zu sich eingeladen. Das bedeutet jetzt schon ein voller Zeitplan auch im kommenden Jahr. Rainer Schumann freut das sehr und er weiß, dass dafür noch einiges an Support nötig sein wird. Es wird auf jeden Fall keine Eintagsfliege werden. Wir werden das nach vorne bringen. Wir werden, also allein in Niedersachsen gibt es 2500 Einrichtungen, die können wir gar nicht allein bespielen. Das heißt, wir werden denen auch eine Anleitung geben, noch mehr Musik in ihre Häuser zu holen. Vielleicht kennen sie irgendeinen Sänger oder wir können auf unsere Netzwerke zurückgreifen und das werden wir denen dann mitgeben, dass sie sich mehr Musik in ihre Häuser holen. Bella, Bella, Bella. Rainer Schumann ist überzeugt, dass er mit Klang und Leben viel bewirken kann. Und so geht er jedes Mal nach einem dieser Konzerte im Altenheim mit dem Gefühl nach Hause, mit dem, was er am besten kann, nämlich Musik, wieder ein bisschen mehr Lebensqualität in das Leben einiger Demenzkranker zurückgebracht zu haben.